Dach, ihr Pfeifenfreunde da draußen. Ich wünsche euch allen einen schönen Welt-Nichtrauchertag heute am 31. Mai. Ich meine nicht ganz ohne Häme. Ich finde das gut, dass es solche Tage gibt, weil man sich nicht immer mit den wirklichen Problemen in dieser Welt beschäftigen kann. Mit globaler Überbevölkerung oder Staatsverschuldung, mit Krieg und Gewalt, mit dem Insektensterben und dem Bildungsnotstand und dem allgemeinen Politikversagen zu diesen Themen. Das ist ja alles ein bisschen viel. Und dann ist es schön, wenn es auch solche Tage gibt, wie heute, den Weltnichtrauchertag. Da sind sich alle einig und alle einer Meinung und sind fröhlich und können lustig feiern. Und das möchte ich gerne mit euch heute auch tun. Ich möchte nämlich ein Tabak-Review machen, wahrscheinlich auch über einen Tabak, den viele von euch kennen. Ich laufe da möglicherweise auch offene Türen ein. Das ist der Bahia O, früher Bahia Orange, von HU Tobacco. Ich zeige einmal dieses wunderschöne Tabaksbild. Hier kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Wir haben hier einen Ready Wrapped Flake. Ja, kann man sehen, ne? Ein Ready Wrapped Flake mit Virginia aus Indien und aus Brasilien und etwas Black Cavendish. Und die Aromatisierung, das soll Nuss, Bitterschokolade und Pomeranze sein. Wenn man die Dose öffnet, dann habe ich da einen eher schokoladig und nussigen Duft. Ein bisschen dumpf, aber riecht gut. Riecht gut. Ist vielversprechend. Ja, dann machen wir es wie immer. Letzten Endes macht ja nur der Versuch klug. Also stecken wir uns die Pfeife mal an, zünden wir sie uns an. Ich rauche den Tabak heute aus einer schönen Henrik Wurbitsch. So. Ja. Das ist ein sehr weicher Geschmack, sehr zart rauchig. Ich schmecke durchaus so die Süße aus den Virginia-Tabaken, sehr schön. Jetzt die Bitterorange kann ich tatsächlich nicht so erschmecken. Vielleicht ist sie aber ein Teil der Süße, die ich da wahrgenommen habe. Aber ich finde, da ist so ein zartes, sanftes Aroma von Bucheckern. Das soll wohl die Nuss oder nussige Komponente sein. Für mich schmeckt das wie Bucheckern. Erinnert mich an meine Kindheit. Ja, der Tabak glimmt ausgezeichnet. Der kommt perfekt zum Kunden, dieser Tabak. Der ist rauchfertig und ist Genuss von der ersten Minute an. Kühl und trocken ist der Rauch. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Ja, meine Dose ist schon fast ganz weggeraucht. Und darum kann ich auch sagen, dass der Tabak weiter bis zum Ende der Füllung wirklich super gut runterraucht, keine Probleme macht. Er wird zum Ende, wie fast alle Tabake, etwas kräftiger, aber nicht bissig, sondern er bleibt sehr sanft, kühl, hoch angenehm. Bitte nicht zu heiß rauchen, das bekommt ja den Aromaten allgemein nicht gut. Ich glaube, allen Tabaken bekommt das nicht gut, aber also
darauf achten, dass man auch vorsichtig und kühl raucht. Und dann geht das ganz wunderbar und wir haben bis zum Ende einfach ein großes Geschmackserlebnis. Ja, Bahia O von HU Tobacco ist hiermit vorgestellt. Zurzeit 11 Euro für die 50 Gramm Dose. Dann macht es mal gut an unserem Weltnichtrauchertag. Bleibt schön brav und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dieter.